Hallo und herzlich willkommen zu Arcana Draconis Folge 16. Sweet 16 heute und so geht das. Ja, Teufel, wenn sie ausspricht, das ist ja auch einfach. Das ist genug zu einer schönen Woche. Haben sich alle gegen mich verschworen. Denkt dran, D&D ist ein gemeinsames Spiel und es ist nicht, dass die Spieler gegen den DM spielen oder umgekehrt. Aber man kann das natürlich auch ändern, indem man sich gegenseitig so lange provoziert, bis der DM darüber geht, wo der Tarrasque im Regal steht und den mal auf das Battlefield droppt. Wir helfen dir doch nur. Das ist letztes Mal nicht so gut. Ich wollte sagen, du hast zu wenig Hände. Wir haben genug Hände. Wir sind hilfreich. Ja, ihr seid ganz hilfreich. Ja, wir sind lieb und nett und unterstellst uns hier Feindseligkeiten. Ja, mache ich. Aus Gründen, aus Erfahrungswerten, aus langfristigen Studien meinerseits über die letzten Jahre. Siehst du meine Tränen? Nein, tue ich nicht. I don't see your tears. Wir werden nach wie vor und wie immer unterstützt von Soundtail. Wenn ihr Soundtail noch nicht kennt, wie wir herausgefunden haben, ist das tatsächlich möglich, dass Leute diese Folgen gucken und Soundtail nicht kennen. Wie? Ja, das gibt Ach, es, springen, dass das ignoriert springen. Wird. Ja, ja springen. Also... Frech. Ja? Wenn diese Folge raus ist, gibt es auch eine iOS-Version von Soundtail. Oh, geil. Also das heißt, alle Leute von euch, die Apple-User sind und Apple-Listen. Also alle drei von euch. Und nach wie vor und Jack. Ja, dieses Betriebssystem bevorzugen. Auch an euch wird inzwischen gedacht und ihr seid versorgt mit Soundtail. Das heißt, schaut mal in die Videobeschreibung, da ist der Link. Holt euch das Programm, es ist einfach... Super, super cool und easy. Und das werdet ihr heute auch noch deutlich mehr zu hören kriegen. Und ja. Oh, sie guckt mich komisch an. Was könnte das bedeuten? Was ist denn da? Ist das eine Fliege? Da? Wo? Dominik, hilf mal. Ja, du kannst sie gleich. Du hast nein, gleich. Da vorne. Ja, da. Oh. Nein, da. Hinter. Da. Da, ja, Dominik hat sie. Jetzt. Das ist eine Intro-Fliege. Als wir die Gruppe das letzte Mal verlassen haben, jetzt habe ich eine richtig gute Idee, sorry. Wie wäre es, wenn man ein Kinder-D&D macht? Also, dass man alle Kinder spielt und mit Level-Up sind das die Jahre, die du aufsteigst. Mm. Das heißt, du spielst einfach nur bis 20, bis zu deinem Erwachsenenalter. So. Das sind ganz schön mächtige Kinder. Ja, aber es wäre halt... Das ist richtig witzig. Das ist halt nur in deren Fantasy-Dings so. Da aber hast du heißt, viel Downtime. Ja, das stimmt. Coming of Age, sorry. Ja. Wäre lustig. Finde ich cool. Witzig. Machen wir. Nächste Kampagne. Ja. 1 to 20 in one night. In one night! Ich dachte, wir fangen einfach bei 11 an, damit es interessanter ist. Die ersten 5 Level sind schon witzlos. Aber dann machen wir ein Altersheim-Adventure, wo du von Level 20 wieder auf 1 runtergehst. Ah, Benjamin Button. Okay. Als wir die Gruppe das letzte Mal verlassen haben, war sie ausgezogen, um... Danke, quasi. In dem Moment, in dem du das gesagt hast, war mir klar, jetzt kommt Dominik. Ja, weißt du was, ich musste mich entscheiden. Entweder sage ich ausgezogen oder ich sage irgendwas mit Reiten. Du kannst nur verlieren. Ich dachte, ich könnte gewinnen. Losgezogen.
Komm, Danny, wir tauschen jetzt. Mach du doch. Meine Sorry. Als wir die Gruppe das letzte Mal verlassen haben, waren sie unterwegs gewesen. Ja, das ist schön. Zum zu einer alten Ruine. Und um den nun scheinbar das Versammeln einer bisher nicht weiter definierten untoten Armee zu unterbrechen oder aufzuhalten, die mit Einbruch der Nacht nach Almacast ziehen sollte, um die Stadt dort zu überrennen. Ihr habt Sandläufer mitbekommen, die es euch erlaubt haben, sehr, sehr schnell zu dieser Ruine vorzudringen und seid dort in der letzten Runde einigen, nun, ihr seid euch nicht ganz sicher, Personen begegnet, die dort Wache gestanden haben und die ihr im Kampf überwältigen konntet. Ihr habt entdeckt, dass es in diesem zwischen diesen... Ich würde sagen, außer Renn ist Runde gefallen. Also, nacheinander in ein Loch gepurzelt. Schön, dass meine Contribution vergessen wurde und das bleibt im Gedächtnis. Ja, du hast auch mitgekämpft und Schaden gemacht und so schön, aber wir haben uns auf das Wichtige gefokussiert. Ich wollte sagen, das machst du ja immer. Aber das mit dem Hinfallen, das war... Das ist Chefskill. Ja. Das machst du noch fast immer. Ja. Ihr habt entdeckt, dass es dort einen Eingang und eine Treppe gibt, die ins Innere der Erde hinabführt. Steil, bergab in einen dunklen Tunnel. Während des Kampfes gingen für Sinister immer wieder merkwürdige Visionen von den Obelisken, die den Eingang scheinbar abschirmen oder bewachen, und von Schriftzeichen innerhalb dieses Ganges aus, die ihn mit Namen und mit Worten überschwemmt haben, die er auf den ersten Blick nicht richtig verstehen konnte, die aber nach und nach vor seinem inneren Auge klarer und klarer wurden. Und nun, da ihr die Bedrohung gebannt habt für den Moment, habt ihr euch auf der Treppe versammelt und seid dabei, euch ein bisschen genauer umzusehen. Also nur, dass wir uns darüber im Klaren sind, das hier ist die letzte Chance, die wir haben, einmal uns auszuruhen. Wahrscheinlich. Da drinnen wird es gefährlicher und gefährlicher. Hier denkt jetzt niemand, dass irgendwas im Argen liegt, weil die tot sind, die das mitteilen könnten. Ja, weil ich sie noch aufgehalten habe. Richtig, ja. Ist gut gemacht. Teamwork. Ha! Psst. Hatte ich das mitbekommen, wie er da reingebrezelt ist? Ja. Du hattest Gepolter hinter dir gehört, aber du hattest es nicht gesehen. Du hast nur gesehen, es gab Gepolter hinter dir und dann war da ein Knäuel aus Renn, einem Typen und dem Sandläufer. Renn läuft so ein bisschen Blut aus der Nase. Wie geht's deinem Sandläufer? Knusprig. Hallo? Der hat sich inzwischen wieder so aufgerappelt wie so ein Pferd, das gestürzt ist und ist wieder an die Frischluft gegangen. Sieht gut aus, aber wir sollten die wahrscheinlich festbinden. Wahrscheinlich, ja. 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 Und ich würde so ein bisschen hin und rüber gucken, so von wegen Sinister im Blick halten und dann, ich mach das kurz, wollt ihr kurz rüber gestikulieren und dann die Tirade binden gehen. Ja, ja. Ja. Vielleicht so ein bisschen Entdeckung, von wegen, dass man sie nicht sofort sieht, wenn man da raufläuft. Also da waren ja irgendwie so einzelne drei Wände, Ecken und so, da würde sie die anbringen. Sehen wird auch im Schatten stehen. Früher oder später aber... Ja, genau, aber auf den ersten Blick. Kriegst du hin, aber die scheinen auch keine Anstalten zu machen, sich groß von dieser Ruine entfernen zu wollen. Also was du weißt von denen, die suchen sich halt Strukturen, an denen sie bleiben können oder die eine Referenz haben, so... weil sie es gewohnt sind, auch in der freien Wildbahn eben von Oase zu Oase zu laufen. Das heißt, wenn sie irgendwie was haben, was ein bisschen Schatten spendet oder sowas, dann bleiben sie da auch erstmal. Ah. Okay. So, anbinden ist trotzdem nicht unsinnvoll, aber... Mhm. Wir hatten, glaube ich, die schon durchsucht, die da unten genau, waren. Genau, ja, das angefangen. Aber ich wäre halt jetzt tatsächlich mal rausgegangen und hätte systematisch meinen
Köcher und die Bag of Holding rausgeholt und jeden Scheiß eingesammelt, der so... Okay, also, ich helfe dir. Finde ich gut. Ja, mach mal einen Investigation-Check. Mit Advantage. Oh Gott, ich wurde verzaubert. Eins und zwei. 16. Oh, nein, Moment. Okay. Als du raustrittst und zum ersten Mal so richtig diese Ruine insgesamt in Augenschein nimmst, was euch ja vorher nicht möglich war, weil ihr einfach ja, im Kampf sorgt man sich nur darum, wo kommt die nächste Klinge her? Mhm. Siehst du, dass hier scheinbar ein längerfristiger Stützpunkt oder ein Lager aufgeschlagen zu sein scheint? Mhm. Du siehst in den Ruinen zwischen den Steinmauern, siehst du sowas wie improvisierte Bettstätten. Du siehst die Spuren eines Lagerfeuers. Du siehst, dass so ein paar Steine irgendwie bekritzelt sind mit teilweise obszönen Zeichnungen. Du siehst, dass, dass auf einem Fass, was umgedreht ist, so ein paar Würfel offen liegen und insgesamt so ein paar Kisten, die noch in einer Ecke stehen und Vorräte enthalten, wahrscheinlich sowas in die Richtung. Also es scheint, ja, es scheint irgendwie ein Lager in gewisser Weise zu sein an dieser Stelle. Und was du auch sehen kannst, sind Schaufeln und Spitzhacken, die quasi in der Nähe dieses Loches im Boden liegen. Oh Gott, wir haben eine Archäologie-Exkursion erledigt. Ich würde tatsächlich eine Spitzhacke und eine Schaufel einstecken. In deinen Köcher? Ja. Okay. Oder in die Back... Ist ja egal eigentlich, ne? Ist ja beides. Ja, Back of Holding würde ich dir tatsächlich tun. Okay. Je nachdem, was ich jetzt noch finde. Okay. Ja. Du schaust dich um und du entdeckst tatsächlich, auch mit der 16, eine lose... Ich hab ja nur, also... Eine lose Stein... Ich hab doch schon gesagt, du entdeckst es! Ich weiß! Eine lose Steinplatte in den, in der rechten Ruine. So im Boden. Und als du die so ein bisschen mit einer der Spitzhacken tatsächlich so ein bisschen aufhebelst, siehst du da drunter so ein bisschen bedeckt von frischem Sand, der da reingefallen ist, mehrere Säcke aus Leder und Stoff. Ren, wir haben das Versteck gefunden. Hä? Was für ein Versteck? Oh, ah! Nicht schlecht. Was drin? Aufmachen? Ja, wir schauen mal rein. Okay. Geld. Wunder, oh Wunder! Ja. Steck's ein. Ja. Back of Holding und ich gehe davon aus, dass Ren und Corrigan hier... Ich guck mal, wie viel so in etwa das wirkt. Okay. Ja, du guckst rein. Es sind tatsächlich sortierte Beutel. Perfekt. Mit Goldmünzen, mit Silbermünzen, mit Kupfermünzen. Und sowas. Und du schätzt... dass es wahrscheinlich insgesamt auf einen Wert von ungefähr 1000 Gold rauskommt. Ah, nicht schlecht. Und die Beutel, also es liegen mehrere kleinere Beutel noch mit dabei, die aber leer sind. Und es wirkt so ein bisschen so, als wäre es aus verschiedenen Quellen zusammengezählt worden und nach angesammelt. Das ist so ein bisschen der Eindruck, den ihr davon kriegt. Die haben das geklaut, hundertprozentig. Jetzt haben wir eine bessere Reisekasse, würde ich sagen. Ja, da wir eh nicht wissen, wem das gehört. Und auch nicht rausfinden werden, Omi. Und ich guck's in deine Richtung, weil du schon wieder so betrüppelt guckst. Achso, nee, Omi war nicht auf euch konzentriert. Ach so. Omi steht da mit Sinister und passt auf Sinister auf. Alles klar. Und wir lügen. Ist okay. Schnell, ja. Bevor Omi es sieht, steck's ein. Ja. Stimmt, ich bin ja der lorfurzte Charakter dieses Mal. Ja, scheinbar schon. Jetzt schon. Ja. Ich glaube, es geht wieder. Und Sinister steht auf und guckt immer noch so ein bisschen durch die Gegend gerade oder so zu Boden, aber ist wieder on the go mit euch. Okay, also haben die Namen aufgehört? I don't think so. Also wenn du raustrittst aus diesem Gang, so, dann lässt das nach
und weil du dich ein bisschen mehr entspannen kannst oder sowas, ist dieses aggressive Pulsieren so ein bisschen weniger geworden. Du siehst immer noch, dass die Buchstaben oder die Symbole in den Obelisken oder auch wenn du noch im Tunnel bist von den Namen, dass die immer noch da sind und immer noch so ein bisschen zittern in sich, dass sie immer noch deine Aufmerksamkeit erfordern. Aber es ist nicht dieses psychedelische Kopfschmerzen, wo man wie vorher. Kennst du es, wenn man Migräne hat und das Schlimmste an Kopfschmerzen und Übelkeit lässt nach und du kannst wieder stehen und du weißt, wenn du jetzt halbwegs beschäftigt bleibst, dann kannst du 20 Meter gehen, ohne dich zu übergeben? Ja, aber aus einem anderen Kontext. Das. Okay. Das heißt aber, wir sollten dir bald ein Konterbier besorgen. Nein, ich meine, das wird ja wieder schlimmer, wenn du runtergehst, oder? Finden wir es raus. Okay, und Umi steht da so, dann step doch. Hilft's, wenn ich die Sonnenbrille aufsetze? Es ist eher in deinem Kopf. Also draußen hilft's dir so oder so, wenn du die Sonnenbrille aufsetzt, aber mit den Symbolen hat das nichts zu tun. Das ist so ein bisschen, du setzt diese Sonnenbrille auf und alles wird dunkler, außer... Hilft das? Nein. Was machen wir denn jetzt? Du kannst ja nicht 20 Minuten durch diesen Tunnel wandern, wenn du dann kaum stehen kannst. Ren kommt angelaufen. Ausruhen tun wir jetzt. Jedenfalls wäre das klug. Ja, klar, aber... Solange keiner weiß, dass wir hier sind, sollten wir die Chance nutzen. Ja. Alles klar. Ja. Würde es dir helfen, wenn ich versuche, dich abzulenken? Ach, die Laute. Ich dachte gerade, das sah so aus, als würdest du eine Keule. Nein, die Laute ist hinten drauf. Und Sachen kaputt machen. Ich meine, lenkt ab. Wenn du bewusstlos bist, kannst du die Namen nicht mehr sehen. Das ist eine blöde Idee, tut mir leid. Ich habe jetzt keine direkte auditive... Oder, also das war eher so ein visuelles Pulsieren mit Kopfschmerzen. Es ist so ein visuelles Pulsieren und du hast so ein bisschen das Gefühl, wie so ein gehauchtes Flüstern gehört. Spiel und sing. So viel und so laut du willst. Nicht so viel und so laut, wie du willst. So, dass man das unten nicht hört. Bitte. Leise und schön. Also nichts dagegen, wenn du spielst, aber sag einfach Bescheid, ob es hilft oder nicht. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren. Du kriegst entspannende Kinderlieder. Song of Rest. Witzig. Ja, dann macht ihr eine Short Rest? Ja, dann macht ihr eine Short Rest und könnt einen Song of Rest von Uni mit dazu. Das heißt, hieß nochmal? Das heißt, das macht ihr dürft so ein W6 oder 8? Ich meine, ihr habt recht, but like still. Deswegen müssen wir dann halt fragen. Ja, ich muss auch nachsehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß, dass sich das irgendwann erhöht auf dem W8, aber ich weiß nicht, ob das bei dir schon so ist. Ich guck ganz schnell da. Ja, einfach aus Prinzip. Ich meine, ich hätte auch noch die Waffen eingesammelt von denen was und so und Kram. Ja. Also vielleicht kannst du mir bei Gelegenheit einfach eine Liste geben mit Dingen, die ich da finde. Finde ich Pfeile. Erinnere mich nochmal dran. Ja, mach ich. Pfeile findest du keine, aber Armbrustbolzen. Ah, okay. Von der schweren Armbrust. Ja, aber dann, ich erinnere dich nochmal dran. Die schwere Armbrust? Das ist eine schwere Armbrust. Ja, die kommt natürlich auch mit. Klar, das ist eine fette, schwere Armbrust. Also ich gehe davon aus, da ich noch 4 Fächer im Compartment 3 frei habe für die Long Objects und die Bag of Holding, dass wir das alles mitkriegen. Ja. 1d8, das ist ab Level 9. Okay. Also wir sprechen uns nachher nochmal. Also 1d6. 1d6 für jeden ausgegeben? Nee. Einmal nicht oder? Dazu, glaube ich. Each of those creatures regains an extra 1d6 hit points. Vor? Also einmal. Also steht nur so. Pro Short Rest. Okay. Mhm. Ja. Alles klar, danke. Sonst würde da ja stehen per hit die. Dürfen wir denn? Ja, dürft ihr. Achso. Rechnet man da auch den Constitution-Mod mit drauf? Auf den? Nee, auf den nicht. Okay. Alles klar. Aber auf die. Auf die, ja. Warte mal, wie kann ich da drauf? Ria freut sich. Ja, ich freue mich total. Oh.
Wie viele baller ich? Du ballerst jetzt. Hä? Der hat das nicht raufgerechnet automatisch. Wieso nicht? Das hat er nicht raufgerechnet. Ich habe eine Short Rest gemacht, aber das hat er nicht auf meinen Current Hitpoint raufgerechnet aus irgendeinem Grund. Ich sehe, was Sinister gerade gewürfelt hat. 10. Das war auch eigentlich nicht abgeschlossen. Ach, ich glaube, man muss da noch raufklicken. Voll shit. Also ich hab die jetzt tatsächlich nur hier so gewürfelt, dass was hier angezeigt wird. Das habe ich nicht benutzt. Reset HP changes during this rest. Nee, Maximum HP Changes, das hab ich ja nicht. Warte, wie das? Kommst du die Computer mal mit drauf? Hier, automatisch. Ja, außer bei deinem Song of Rest. Ja. Achso, ja, okay, gemacht, aber nice. Ja, warum macht er das hier? Frick. Dieses Tablet. Diese fette App. Ich würfel einfach so und rechne das selber. Ich hab jetzt gerade bei der Short Rest viermal eine Natural One gewürfelt. Nein! Viermal. Oh, ist das bitter. Auf, mit deinem Hit Dice, oder? Ja. Ja, okay. Das ist ein bisschen nervig. Das it's okay, but it feels weird. Besser da als woanders. Ja, voll, voll. Okay, besser. So. Dann, ich mache Arcane Recovery. So, wie war das, wenn ich über meine Hitpoints komme, also meine maximalen Hitpoints, dann wird da nichts draufgesetzt, ne? Ja. Schade. Nice try, Jenny. Ja, alle anderen kriegen immer temporary Hitpoints. Ich hol auch mal. Du kannst dich aber halt nach jedem Wurf kannst du dich ja entscheiden. Ja, aber der letzte war so gut und nicht die davor. Okay. Ja, das ist doof. Ja. Ich habe einen Third und einen First Level Slot wieder geholt für insgesamt 4. Jawohl. Ja. Und das andere ist nicht drin. Fühle ich mich bereit. Üb ein bisschen Fliegen mit dem Drachen. Bitte? Okay. Jack, geht das? Kann man das machen, Emolkal, jetzt? Oder nicht, wegen dem Mikro? Kommt drauf an, wie leise du damit sprechen kannst. Ich weiß es nicht, aber ich merke so ein Kratzen im Hals. Deswegen. Ich würde sagen, go for it im Fall. Tschüss. Willst du, magst du nicht? Riechen oder was? Nein, mit Kratzen im Hals. Ach so, ja, wegen der trockenen Luft hier drin. Habe ich jedes Mal hier. Und ich muss auch jedes Mal, wenn ich hier rausgehe, richtig krass niesen immer und so. Also auch zu Hause dann noch. Als wenn hier irgendwas irgendeine Allergie triggert oder so. Okay. Vielleicht was ist Staub. Denn für eine Allergie? Hausstaub wahrscheinlich. Oh, ja. Das kann Hausstaub sein, das können hier irgendwelche Pflanzen in der sein. Ich kenne das auch einfach nur, wenn ich in eine andere Luft komme, die ich nicht gewohnt bin. Manchmal bin ich da so empfindlich, dass. Ja. I don't know. Jedenfalls guck einfach, dass du es nicht großartig gegen die Zähne donnerst gerade beim Reden. Ansonsten glaube ich, ist das fein. Okay, danke. Ich danke dir. Du versuchst aber dann mal so ein bisschen fliegen zu lassen. Mhm. Und der lässt sich drauf ein. Der ist aber zwischendurch auch abgelenkt, weil er weiß, in dieser Kiste da vorne, da ist Essen drin. So, das heißt, wenn er fliegt und gleitet, dann fliegt er immer in Richtung dieser. Dann versucht er immer. Du stellst dich quasi immer irgendwo hin und dann lässt du ihn von irgendeinem höheren Absatz auf dich zufliegen. So, und er dreht aber immer ab, um zu dieser Kiste zu kommen. Das zeigt aber auch, dass er tatsächlich inzwischen sich einigermaßen stabil halten kann. Zumindest über so 10, 15 Fuß. Welche Kiste? Von uns? Nee, von dem Lager, das da steht. Ach so. Die ich beschrieben habe vorher. Ja, ich guck da mal rein, was da drin ist. Du siehst tatsächlich, als du die Kiste öffnest, hast du so einzeln abgepackte, in so Stoffbahnen gewickelte, so gesalzenes Pügelfleisch. Ja. Und Trockenfleisch. Kommt alles in die Bag of Holding und einen lasse ich draußen und den kriegt der Drache. Ja, da stürzt er sich sofort drauf.
hatten auch noch kein Mittagessen. Was essen so Sandläufer? Das sind Pflanzenfresser. Andere Sandläufer. Deine Haare vom Kopf. Ah! Ja, nein, das sind Pflanzenfresser. Trotz der Äxte. Die haben ja keine Äxte. Das waren die anderen. Das sind ja nicht die Axtschnäbel, die sind nur ähnlich und von der Statur verwandt, aber die haben nicht diese charakteristischen Axtschnäbel. Das hätten die wahrscheinlich noch eine Midi-Waffe dabei dann, oder? So ist es. Haben sie aber nicht. Okay. Das nächste Mal, wenn ich in meine Axt schnabel. Ja, dann müsst ihr nach Norden gehen. Also in kälteren Gebieten sind halt die Axtschnäbel eher unterwegs. Wenn Omi sich beschwert wegen Essen, dann würde ich natürlich auch ein weiteres Paket draußen lassen für alle. Und dann essen wir wahrscheinlich auch noch was davon. Okay, könnt ihr machen. Ja, dann beendet ihr eine kurze Rast. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Und dann? Gucken wir uns jetzt an, was da drin ist. Ja, wir müssen ja immer noch rauskriegen, was wir jetzt mit Sinister machen. Wir können da ja nicht runtergehen und dann fällt er uns auseinander. Ich halt schon durch. Wie schätzt Sinister das ein? Kommt er da runter? Hält er das aus gerade? Also, du schätzt das mal so ein, dass du schon, wenn du darauf achtest oder wenn du dich darauf konzentrierst, das wahrscheinlich in Schach halten kannst. So. Du weißt natürlich nicht, welche anderen Eindrücke oder ob noch mehr dann da unten dich triggert oder auf dich einwirkt. Aber so, wie du es gerade einschätzt, ist es so, du kannst es in dem Sinne in den Hintergrund drängen, wenn du dich konzentrierst auf das, was du wirklich sehen kannst und das so ein bisschen, kannst versuchen, es auszublenden. Ich denke, ich habe es im Großen und Ganzen gerade im Griff. Das kurze Meditieren hat sehr geholfen. Okay. Wollen wir uns noch diesen Mobilisten hier ansehen, ob der Antworten hat, oder macht es das nur schlimmer? Ich glaube, ihr könnt... Liegt es an dir oder liegt es an dem Obelisken? Omi würde zum Obelisken rübergehen und sich den genauer ansehen. Und sei es jetzt, hey, kann ich erkennen, aus welcher Gruppe, Sprache das sein soll? Okay. Mach mal Arcana oder Investigation. Kann ich in der Stunde, ist es möglich, da das Ritual für Feind Familie gemacht zu haben? Oder ist das zu heavy work? Keine Ahnung. Naja, das zu heavy work für Omi. Weil sie tanzen muss. Ja. Naja, also eine kurze Rast ist halt explizit, also ich würde sagen, das erfordert so viele mentale Kapazitäten, dass du es extra hinterher machen müsstest. Alles klar, naja, brauchen wir jetzt nicht. 15, okay. Du schaust dir das Ding an und siehst diese ganzen Symbole da drauf und die hast du schon mal, also hat man schon mal so gesehen. So, aber ohne Beschreibung oder Bedeutung. So, in dem Buch, was ihr bei Yasin gefunden habt, waren Symbole dieser Art auch drin und auch in anderen Büchern über diese alte Kultur und sowas. Und ich meine, du warst ja auch schon mal hier. So, das heißt, du siehst diese Symbole, die bedeuten aber für dich nichts. Das ist halt irgendwie so ein bisschen so... Man guckt sich das halt an und man weiß nicht, okay, ist das ein Piktogramm von irgendwas oder ist das ein Schriftzeichen oder ist es eine Karte? Es ist so ein bisschen ambivalent. Okay, sehr gut. Macht das in irgendeiner Form, keine Ahnung, wenn man es anfasst, fängt irgendwas an zu leuchten, magische Reaktion, whatever the heck? Wenn du es anfasst, du fühlst, dass er verhältnismäßig kühl ist. Dafür, dass er in der Sonne steht. So. Aber ansonsten... Ein klassischer Fall von Absorptionsmagie. Kann ich einschätzen, wie viel Quatsch er labert? Weiß ich nicht. Kannst du? Ich würfel mal Deception. Von mir aus können wir drauf würfeln. Was soll ich dann würfeln? Insight. Kann ich nicht Arcana machen? 11. Nein. Warum lässt du mich auf Inside würfeln? Weil so ist das mit. So ist das halt. Omi glaubt halt Leuten. Ja, Omi ist halt Low Wisdom Charakter. Hurts.
Okay. Ah, ja, genau, das ist es. Renten, du kannst mir noch mal, du kannst mir auch einen Arcana-Check geben, okay, wenn du dich da ran, wenn du da rangehst. Oh, don't. Ich wette, der würfelt jetzt schlecht, deswegen. Ja. Yep. Er hat aber noch 30 andere Würfel, also nimmt er einfach die ab. Das ist eine 24. 24. Okay. Warte, dafür haben wir noch nichts. Ja, wo ist das denn? Da? Ich sehe ihn. Nie wieder Burn. Something, something low wisdom character. So. 24. Ja. Du schaust dir das an und für dich hat das Ganze noch eine andere Bedeutung. Du hast, du bist vor Ewigkeiten, mal in einem Buch über Zeichen gestolpert, die du auch selber nicht entziffern kannst, aber die selber eine Sprache, aber du hast das Gefühl, dass diese Zeichen verwandt sind mit einer Sprache, von der du gelesen hast. Von einer uralten, vergessenen Sprache, die keiner mehr spricht, aber der viele Zeichen auf so alten Ruinen und sowas zugeordnet werden. Und das ist Arkan. Habe ich das mal versucht, mit Comprehend Languages zu lesen? Potenziell? Damals in dem Buch nicht. Okay. Ja gut, aber wir haben ja jetzt jemanden, der das kann, deswegen muss ich das nicht machen. Erstmal. Das könnte vielleicht Arkan sein. Arkan? Was ist das denn? Uralter Shit. Sinister ist jetzt langsam in eure Nähe gekommen. Arkan? Irgendwas, ja, ist eine Magiesprache? Das ist, klingt danach, aber ist, ja, also es ist eher so benannt worden, weil sie so viele Rätsel aufgibt und weil man ohne magischen Hintergrund überhaupt keinen Zugang dazu hat. So, und deswegen hat man halt gesagt, okay, das ist die Sprache der Magier und die sprechen nur Magier. Und die Magier haben so, nein, wir sprechen das nicht, aber egal. Also quasi mittelägyptisch oder sonst. So ungefähr, so. Ja, ja. Okay. Würde ich so erklären. Kenn ich, sagt mir der Begriff was. Mach mal einen History. Wisdom-Check. Okay. Natural 20. Für Natural plus 20. Wisdom ist plus 0 bei mir, aber... Tief unten, in deiner fernsten Erinnerung, in einem Bereich deiner Erinnerung, an den du seit Jahren, eigentlich dein ganzes Leben, nicht gedacht hast, wie als würdest du dich aus einem anderen Leben daran erinnern, hast du das Gefühl, diesen Begriff oder so ein Zeichen schon mal gesehen zu haben? Irgendwie sagt mir das was, Ren. Du kennst die Sprache? Ich kann sie nicht lesen. Ich auch nicht. Nein, nicht einfach so jedenfalls. Vielleicht mit Magie. Ich meine, da stehen ja nur Namen drauf. Was sind auf den Obelisken nicht. Ach, was war noch auf dem Obelisken? Also auf dem Obelisken hast du auf dem einen ist dir so entgegengesprungen zum Schutz des Grabes der Tikari. Stimmt, genau. Ja, da war ja was. Kann ich sonst noch irgendwas anderes auf dem Obelisken? Hast du uns das gesagt? Ja, das mit dem zum Schutz habe ich auf jeden Fall gesagt. Okay, hatten wir drauf gewürfelt? Ja, ihr hattet, glaube ich, den Begriff Tikari schon mal. Okay, aber wussten wir alle nicht, was das war. Mm-mm. Okay. Jetzt tatsächlich, wo du mit deiner Natural 20 hast du mit dem so ein bisschen so ein ähnliches Gefühl. Also du verknüpfst gerade dieses Arkan und Tikari in deinem Kopf. Okay. Kannst dir aber nicht so genau vorstellen, was es ist. Arkan mit C oder K? Mit K. Richtig geraten! Und Tikari? Hast du denn das V auch mit rein? Mit H? Tikari mit H? T-I-K-A-R-I. Wie man spricht eigentlich. Hm. Das ist echt alt. Okay. Ich meine, so weit waren wir auch. Weißt du grob wie alt? Wirklich alt. Aus dem anderen Obelisken siehst du quasi in deinem Kopf diese Übersetzung oder diese Worte zu dir durchdringen und da steht
zu Ehren der Heiligen Mutter. Und Mutter ist ein Wort, was so ein bisschen in dieser von dir oder deinem Bewusstsein selbst erzeugten Übersetzung schwammig ist. Und du hast so ein bisschen das Gefühl, dass es eine vielfache Bedeutung hat. Du hast so ein bisschen als erstes schwimmt das durch deinen Hintergrund oder durch deine Beschäftigung auch mit der Religion und mit der hohen Familie, verschwimmt das so ein bisschen zu dem Wort Mitra und dann verschwimmt das aber zu dem Wort Magie. Und ja. Und du siehst auf den, insgesamt bilden diese Obelisken ja 8, also haben ja 8 Flächen so. Und auf jeder dieser Flächen steht ebenfalls in Arkan ein einzelnes Wort. Und du siehst, dass es die 8 Schulen der Magie sind, die um diese Obelisken herum angeordnet sind. Und da drauf stehen Illusion, Beschwörung, Nekromantie, Bannmagie, Erkenntnismagie, Verzauberung, Hervorrufung und Veränderung. Ja, ich führe euch um diese 2 Obelisken rum und Illusion. Gehst du in der Mitte durch? Wenn er oben Frage geht. Für einen Freund. Also tatsächlich, nachdem er letztes Mal schon in der letzten Folge schon so drauf geachtet hat, nicht zwischen diesen beiden durchzugehen, würde er sehr vorsichtig darauf achten, dass er nicht mal zwischen die beiden Obelisken zeigt, sondern nur so von außen. Was auch immer da steht, Transmutation. Ist die Frage, so. Achten wir auch drauf? Weil ehrlicherweise Umi wird nicht dran denken, drauf zu achten, nicht zwischen den Obelisken. Ich glaube auch, weil Umi ja schon gesagt hat, sie fasst es an und sowas und guckt sich das nochmal genauer an. Darf ich drauf würfeln, ob es Sinn ist, dass sie darauf hinweist, nicht durchzugehen, ob er es rechtzeitig sieht? Mach mal. Würfel mal einfach ein W20. Okay. Das sind 16. Okay, ja, dann achtest du drauf. Umi? Ja? Lasst uns mal darauf achten, dass wir nicht zwischen denen durchgehen. Ich traue dem nicht. Wieso? Und sie geht trotzdem durch. Nein, also Umi ist schon stehen geblieben, aber so, hier ist doch nichts. Ich kann siehst eine mir unbekannte Sprache gerade auf einmal lesen, habe die schlimmsten Kopfschmerzen meines Lebens. Du kannst es gerne riskieren, aber... Probier's aus, Umi. Keine gute Idee, Umi. Umi macht bitte noch einen Schritt zurück. Also ich meine, wir haben... Sorry, ich dachte nur, weil wir haben sie jetzt auch schon angefasst. Du hast sie schon angefasst. Ren auch. Ja, aber wir wissen auch nicht, was wer auch immer da unten ist, potenziell mit diesen magischen Inschriften gemacht hat. Oh, man hätte hier auch eine Falle aufstellen können. Hier dann zum Eingang. Ich meine, zum Schutze des Grabes der Tikari. Hm. Richtig. Umi, guck dich um. Ich meine, fairerweise, so viel ist halt nicht mehr davon übrig. Da unten vielleicht schon. Genug, dass es Sinisters Kopf durcheinander bringt. Ja, fair. Alles klar. Was ich noch sagen wollte, hier zu Ehren der Heiligen Mutter. Mutter ist, und ich erkläre alles, was Bosse gerade gesagt hat, Magie, Mitra, das ist irgendwie, ja. Hm. Ich meine, passt ja zusammen, oder? Schon. Ich spreche ein kleines Gebet an Mitra an der Stelle. Das Symbol ist übrigens so eine... Das Symbol, was du meinst, also was dieses Mutter oder dieses Magie oder sowas bedeutet, ist übrigens eine in sich verschlungene vierfache 8. Also du hast eine 8, die dann immer um so 45 Grad gedreht ist und dadurch so einen Kreis bildet. Mhm. Was denn? So ein bisschen wie die Blume des Lebens. So ein bisschen wie die Blume des Lebens, okay. Ja. Ich habe an ein Kleeblatt gedacht. Ja, auch so ein bisschen in die Richtung, aber mehr überlappend von den einzelnen Dingen. Ein Venn-Diagramm. Ein was? Also quasi zwei Kleeblätter übereinander. Genau, 2 Kleeblätter um 45 Grad versetzt. Okay. Das ist irgendein Anime, schon klar. Nein, ich hab Nerd gesagt. Tu. Das sind wir alle. Deswegen setzen wir zusammen und spielen die nie. Ja! Mein ganzes Leben ergibt auf einmal Sinn. Okay. Ja. Alle Entscheidungen haben mich hierher geführt. Ja, das ist das, was ihr oben bei den Obelisken wahrnehmt und seht. Naja. Nach dem Hinweis darauf, dass die ja auch hätten
knockartige Fallen aufstellen können, oder nicht knock, aber alertartige Fallen aufstellen können, würde Umi tatsächlich nochmal absuchen, ob sie irgendwo derartiges sieht, einerseits außenrum an den Obelisken, aber auch so Eingang zur Treppe. Also du guckst nochmal nach Fallen? Nach Fallen oder irgendwas, was halt irgendwie melden könnte, von wegen, oh, da sind jetzt Leute durchgelaufen. Ist eh schon zu spät dann. Okay, aber. Okay, mach ja, mal einen Investigation-Check. Also, wie gesagt, ich habe Alert im Kopf. Das war doch irgendwie so drauf, oder nicht? Alert ist ein Feed. Alert ist ein Feed. Dann war es nicht oder Alert. Oder meinst du Alarm? Danke, den Zauber. Danke, den Zauber meinte ich. Die Reichweite ja. Stimmt dann nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, wie weit der Tunnel da runtergeht. Alarm kann man halt nicht sehen. Das ist halt aber die Reichweite ist auch begrenzt gleich, ne? Was wollte ich checken? Ja. Investigation? Ja. Ja, 10. Okay. Du siehst Spuren auf jeden Fall, also im Sand und so weiter, die aber so vielfältig sind, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, eine bestimmte Laufrichtung, also es scheint einfach irgendwie von den Personen, die hier waren, wie viele es auch immer sein mögen, sind mal halt außen rumgegangen und so. Du entdeckst tatsächlich eine Stelle im Sand, die so ein bisschen feucht und dunkel ist. Und ja, die so ein bisschen abseits von der Ruine ist, wo aber Spuren hinführen, deswegen gehst du da kurz hinterher und drehst dann wieder um. Und ja. Wenn du besorgt bist, ich gehe wieder vor, denke ich, und schau nach Fallen, während wir da runtergehen. Alles klar. Ja, ich dachte nur, vielleicht haben sie ja doch noch was aufgebaut, was sie dann als Warnung hätten nutzen können. Ich weiß, wäre jetzt sowieso zu spät, aber wäre ja gut zu wissen. Richtig, ob wir erwartet werden, aber ich denke nicht. Aber apropos, jetzt wo ich auf Fußspuren geachtet habe, sind Fußspuren zwischen den Obelisken durch? Ja. Okay, also von den Leuten schätze ich mal, das sind ja keine von uns. Also. Sind Fußspuren durch, sind relativ frisch? Naja, also du schätzt mal, sobald hier irgendwie mehr Wind und sowas aufkommt, verdeckt der Sand sowieso alle anderen Spuren. Das heißt, so alt können sie nicht sein. Okay. Es kann halt auch sein, dass das ein Detection-Zauber ist oder sonstiges, wenn man da durchgeht, dass dann jemand weiß, wer da durchgeht. Wir machen es einfach nicht. Ja, ja, aber ich finde es trotzdem spannend, dass da ja anscheinend jemand durchgegangen ist und genau, deswegen muss es nicht potenziell nicht tot umgefallen ist. Ja, keine Feuerfalle oder sonstiges sein, sondern etwas in der Art wie Alarm. Nicht riskieren. Vielleicht auf dem Rückweg, wenn wir zu neugierig sind. Ja, genau, dann können wir es riskieren. Naja. Oder wir werfen Stein durch oder so. Später. Okay. Ja, ich gehe vor. Gut, wir gehen alles davon klar. Aus, dass. Ja, gut. Dann? Ich packe den Drachen ein und hole meinen Bogen raus. Okay. Und gehe nicht an zweiter Stelle. Nicht. Nach hinten willst du? Ja, ich gehe nach hinten. Ja, dann würde Umi an zweiter Stelle gehen und sich Sinister hinter sich stoppen. Ja, also Sinister würde an zweiter oder dritter Stelle gehen, auf keinen Fall als letzter. Ja. Mhm. Das heißt, Ren geht vor? Mhm. Ja. Corrigan geht als letzter? Mhm. Dann Umi als zweiter und Sinister als drittes. Soll ich lieber vor dir gehen, falls ich Ren helfen kann? Sollte ich irgendetwas sehen? Ich meine, von mir aus, ich dachte, okay, da. Und wenn irgendwas ist, dann gebe ich Bescheid und du siehst ja dann, sollte ich umfallen, dann ja. Pass bloß auf dich auf. Nein, du sollst auf ihn aufpassen. Ja. Dann arbeite ich quasi mit dir zusammen, was die Sichtfront angeht. Ja. Das klingt gut. As reference for everyone. Ich denke, wir sollten uns bemühen, leise zu sein. Ren. Ja, natürlich. Umi so, das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich nicht diese Warnung bekommen habe. Ich bin immer leise. Sie denkt sich das und macht den hier. Ja. Das heißt, macht doch mal alle bitte einen Stealth-Check. Hey. Ich hätte nicht lachen sollen, das ist witziger. Das sind 19. 21. Ich verschwinde quasi. Meine 21. Es guckt auch keiner hin. Reicht nicht, um zu verschwinden. Ja, fair. Über 25. Im Vergleich zu denen. Du weißt auch gar nicht, was ich gewürfelt habe. Es hat gereicht, die Reaktion. Ja, fair. Was hast du denn gewürfelt? Ich habe eine 13. Okay. Ach, das ist 9. Okay. Das ging auch. Ich dachte, da ist jetzt eine 1 bei rumgekommen. Nee, ich habe einen 2 gewürfelt. Sinn ist das ein guter Stuff. Fair. Ihr tretet vorsichtig diese Treppe runter. Fallen. Und
Ja, mach mal ein bisschen. Genau, nein, du bist letztes Mal die Treppe runtergefallen. Oh Mann, ja gut, dann würfel ich nicht da. Bist du ja nicht eigentlich auch schon alle fallen? Würfel doch einfach mal wie ein normaler Mensch. Was soll ich investigation? Ja. 20. Ja. Müsst ihr ja nicht auch alle Fallen ausgelöst haben auf dem Weg nach unten beim ersten Mal? Naja, ihr geht ja jetzt weiter runter. Ihr wart ja vorher nur so 20, 30 Fuß in den Gang reingegangen, in die Treppe. So. Magische Art und normaler mechanischer Art. Ne? Du schaust dich um und die Treppenstufen sind sehr, sehr gut gearbeitet, sodass du immer noch scharfe Kanten hast. Es ist nicht wie diese richtig alten Treppenstufen, die man ja hat, die in der Mitte immer so eingefallen sind, so ein bisschen weicher sind, so ausgelatscht sind, wie man das in den ganzen alten Burgen und sowas hat. Hm. Wenn man in alte Burgen reingeht, was Ria und ich empfehlen können, weil es ist cool und macht Spaß, sondern es wirkt alles noch so nicht brandneu gebaut, aber doch sehr stabil gebaut. Hm. Und was dir auffällt, während du runtergehst, du siehst kaum Steinfugen oder sowas. Hm. Es ist zwar gut, es gibt klare Kanten und so, also es sieht nicht natürlich geformt aus oder sowas. Eher aus dem Berg gehauen oder aus dem Sand, Stein da. Ja, aber irgendwie zu elegant, zu gleichförmig, zu organisch. Hm. So ein bisschen. Aliens. Und du hast eben auch das, und du siehst eben auch diese Symbole überall, wie du jetzt auch zuordnen kannst, in Arkan, an den Wänden, die Sinister dir immer wieder von rechts und links einzelne Namen entgegenwabern. Hm. Und dann geht ihr langsam runter, du entdeckst aber keine Fallen. Gut. Ich habe gesagt, du entdeckst keine. Nicht, dass da keine sind. Gut. Nein, Bliss, genau. Das. Und, so. Und es hat so ein bisschen das Gefühl, was ihr so ein bisschen das Gefühl habt, wenn ihr da runter geht, ist diese organische Form dieses Tunnels, wie als würde die immer so ein bisschen enger werden und weiter werden und enger werden und weiter werden, wie so eine Riffelung in der Tunnelwand und in der Tunneldecke, die so ein bisschen gleich bleibend ist mit den Stufen. Das heißt also, da wo eine Stufenkante ist, ist auch eine Kante in der Wand und eine Kante in der Decke. Und dadurch habt ihr so das Gefühl, wie durch so einen, weiß ich nicht, wie klingt das, wie durch so einen geriffelten Schlauch oder sowas durchzugehen. So ein bisschen wie so eine, was ich für euch mit dieser organischen Komponente so ein bisschen anfühlt, wie als würde man in eine Speiseröhre gehen. Schön. Wir sind quasi in einem Pharaonengrab jetzt. So. Hatten die Speiseröhren gegeben? Was ist denn vom Dings, die sind doch auch immer so total verschlungen und. Ja. Genau, ist nichts verschlungen. Nee, also die Treppe führt gerade runter. Okay. Ja. Und zwar für eine ganze Weile. Um euch herum wird es immer kühler, während ihr runtergeht. Was tatsächlich relativ angenehm ist. Nach der Hitze draußen. Ja. Aber es wird nicht feucht oder klamm. Es wird einfach nur kühl. Und dunkel. Darkfish. Musst du die aktivieren, wenn du den Namen sagst? Ja, Advoken. Ja. Und nachdem ihr wirklich über mehrere Minuten diese Treppe runtergelaufen seid, nicht wirklich einschätzen könnt, wie tief unter der Erde ihr jetzt eigentlich seid, öffnet sich der Tunnel in einen Raum vor euch. Fast rund. Die Treppe führt so ein bisschen in die Mitte des Raumes. Das heißt, ihr geht noch ein Stück in dieses Gewölbe rein, während ihr auf der Treppe seid. Die Treppe endet nicht am Eingang, sondern führt so ein bisschen weiter in den Raum rein. Und ihr guckt um euch herum und inklusive der Wand, aus der ihr quasi gerade gekommen seid, ist das ein neuneckiger Raum. Hm. Ist das quasi wie so ein Tunnel, der einfach so runter in die Mitte des Raumes geht, dass da quasi so eine Schräge irgendwo im Raum ist, oder? So ein bisschen. Okay. Ja, also ihr kommt so ein bisschen halb aus dem Übergang zwischen Decke und Wand. Hm. Okay, raus. Ja.
Genau, dafür ich hatte mir nicht aufgeschrieben, wie viele Ecken das Grab hatte, was wir da in diesem Geheimgang unter der Stadt gefunden hatte. Ja. Aber wie viele Ecken hatte das Grab? Sechs. Sechs, okay. Mhm. Das heißt, hier sind neun Gegner. Nee, das war ja leider auch ein. Nee, aber es ist ja, das, da wissen wir ja, dass es aus der Zeit der elefterischen Eroberung kommt, bei dem anderen. Und das hier scheint ja viel, viel älter zu sein. Mhm. Ja, das ist ja, das ist ja trotzdem gut zu doppelt zu checken. So. Das ist so ein bisschen domförmig. Also das Ganze ist so ein bisschen rund, wie eine Kuppel unter der Erde. Hat auch diesen organisch geformten Vibe. Heißt der Ding? Ja. Sag erstmal, was du sagen wolltest. Heißt ja nicht, dass sich die elefterische Kultur nicht potenziell teilweise aus dieser alten Kultur entwickelt haben könnte, ne? Je nachdem, wo sie halt grundbasiert waren, weil Elefteria ist erst noch ein gutes Stück weg von hier. Hm. Stimmt. Ja, gut, aber. So weit jetzt auch wieder nicht. Ha. Ja, okay. Elefteria ist halt das nächste Land Richtung Osten. Ja, okay. Von Almakas aus. Gut, also eine halbe ehrlicherweise aktuell ungefähr eine halbe Tagesreise von Almakas entfernt ist die elefterische Grenze. Okay, also, das habe ich nicht gesagt. So weit weg ist es. Ja, okay. Hm. Okay. Okay. Ihr tretet, ihr seid auf dieser Treppe und könnt von dieser erhöhten Position in der Treppe einen Blick in diesen Raum und auf die einzelnen Wände werfen. Fast jede dieser Wände wird unterbrochen von einer Tür. Mit der Ausnahme von drei. Die, was denn? Nichts. Ria ist lost. Da sind Türen. Completely lost. Wir sind in einem Raum Türen. Und da ist, versuch's gar nicht erst. Pass auf. Geht einfach weiter. Wir können relativ einfach runder Raum, sechs nein. Türen. Nein, es ist. Wieso nicht? Das ist für die Zuschauer ja auch besser. Nur ein gleichförmiges Neuneck zu malen, wird wahrscheinlich richtig scheiße. Ich glaube an dich. Es hilft nicht, wenn du das einfach nur aufmalst. Es ist einfach, ich kann es mir gerade wirklich nicht so in Relation, weil du meintest, mit von oben kommen. Ja, das ist kein Problem. Das zeichne ich euch einfach auf. Du kannst jetzt nichts Dreidimensionales da. Nein, aber das ist ja, es reicht ja, wenn ihr es ungefähr zweidimensional habt. So, einmal. Wir halten fest, wir modellieren einfach. Lass die doch ruhig an den Seiten. Jack, lass uns doch die an den Seiten lassen. Dann. Naja, das nimmt, glaube ich, zu viel Platz weg. Okay. Modellieren einfach alle Dungeons, die jetzt hier in der Kampagne vorkommen, in 3D, damit Ria sie hat. Und wenn wir das dann schon fertig haben, stellen wir fest, oh, dann können wir auch gleich ein ganzes Spiel drum rumprogrammieren. Okay. Können wir auch gleich drin kämpfen, hätte ich jetzt gedacht, aber. Ja, das wäre der nächste Schritt. Ich habe so ein Projekt bei Kickstarter unterstützt, wo die so ein richtig krasses Worldbuilding-Tour, Menhir heißt das, ne? Hab ich auch gesehen. Das habe ich unterstützt und auch so Beta-Plätze geholt. Da kann man sicherlich sowas machen. Easy. Hm. Sah sehr mächtig aus, das Pool. Ungefähr so. Also eine Ecke, zwei Ecken, drei Ecken, vier Ecken. Okay, fünf Ecken. Und wie hoch ist das jetzt und wie steht da? Acht, also? Neun. Also. Die Höhe des Raumes an sich ist so ungefähr 20, 25 Fuß. So. Also so wie der Stift ungefähr. 10 Meter. Ja. Okay. Ja. Schon hoch. Schon hoch. Auf jeden Fall. So. Und ihr kommt halt mit der Treppe fast bis zur Mitte rein. Und habt Türen an verschiedenen Ecken. Aber auf Höhe des Bodens. Auf Höhe des Bodens, okay. Genau. Das hilft mir jetzt. Das würde sonst gar keinen Sinn machen. Ich dachte, weil wir so von oben da rein. Egal. Aber wir kommen ja trotzdem auf den Boden an später. Ja, das hat er nicht gesagt. Das endet in der Luft, dachtest du? Naja, es kann ja sein, dass man einfach. Es gibt ja, du kannst ja, wenn du in eine Höhle kommst, kann es ja sein, dass ein Gang in diese Höhle führt und du nicht auf Bodenhöhe rauskommst. So, ja. Das sind halt so Probleme mit Sachen, die nicht beschrieben sind. Ja. Ja. Ja, dass die Treppe ja weiter reinführt, wurde ja aber schon gesagt. Ja, aber die kann ja auch waagerecht reinführen. Dann ist aber keine Treppe mehr. Ich wollte gerade sagen. Das ist ein Gang. Ja. Ein sehr unebener Gang. Ja. Ja.
Zungen. Ja, vor allem nicht regelmäßig, ne? Ja, vor allem, was ist dann an den anderen Seiten? Okay. Also fünf Türen. Fünf Türen, seht ihr. Mhm. Genau. Ob du wirklich richtig stehst? Das spielen wir gleich mit dir, ja? Ja, danke. Was ihr außerdem, wo ihr außerdem das Gefühl habt, ist, wo du gerade sagst, wenn ihr wirklich richtig steht, hier drin ist es nicht so dunkel. Ihr seht aber keinerlei Lichtquelle. Gar nichts. Es ist, existiert einfach, das Licht. Es ist einfach heller. Omnipräsentes Licht. Ohne Quelle. Wie funktioniert das mit unseren Schatten zum Beispiel? Also wohin werfen wir dann die Schatten? Überall. So ein bisschen... tatsächlich über, also so ein bisschen verschwinden eure Schatten tatsächlich bis zu einem Minimum unter euren Füßen und Körpern. Okay. So als würde einmal pro Meter in diesem Dom eine Lichtquelle sitzen, die euch anstrahlt. Als würdet ihr von allen Seiten gleichzeitig angestrahlt werden. Aber so viel Licht ist es auch nicht. Also es ist eher so Dimmlight. Wow. Hat Ren das Gefühl, dass das vom Gestein selbst auszugehen scheint? Oder nicht mal das, sondern dass es einfach nur da ist? Ist schwer zu sagen. Huh. Cool. Das gefällt mir. Das brauche ich auch irgendwann für meinen Turm. Das ist spannend. Ja. Doch mal einen Turm bauen, wenn wir auf Reisen gehen. An dieser Stelle? Ich nehm den, ja. Und an dieser Stelle scheint eine Tür mal gewesen zu sein. Aber hier seht ihr so ein bisschen den Torbogen oder den Türbogen, der so ein bisschen zerstört ist. Und an dieser Stelle ist tatsächlich hauptsächlich Geröll und sowas, was so einen ehemaligen Durchgang versperrt. Mhm. Und hier ist einfach nur eine glatte Wand. Okay. Liegt noch irgendwas links und rechts von der Treppe, weil wir ja so von oben in den Raum reinkommen. Also im Sinne von, da könnte sich ja jetzt hinter... jemand versteckt haben oder so? Siehst du nichts. Okay. Das ist merkwürdig. Steintüren? Oder Holztüren? Mach mal einen Investigation-Check. Oder einen Perception-Check. Wo der Bogen fehlt, oder die Tür fehlt, ja. Wo der Bogen noch da ist, ist da ein Gang rein oder ist da einfach so der Bogen und da ist eine Wand hinter? Da siehst du den Bogen und da scheint es durchzugehen. Okay. 15. Weder noch. Okay. Es sieht irgendwie so, es sieht nicht so aus wie Holz, aber es sieht irgendwie, aber es hebt sich doch deutlich von der Steinmauer ab. Ja, was möchtest du fragen? Ich möchte mir die glatte Wand angucken, weil das merkwürdig für Ren ist, dass nur da nichts ist. Würde Sinister grundlegend mal gucken, was ich lesen kann, und dann würde ich mit dir wahrscheinlich zu der Wand gehen, weil ich dich fragen wollte, ob du mit Du kannst. Sechs Türen, ich nehme die Wand. Ja, das ist, da würde ich einen Gang dafür stellen. Same, wieso hast du jetzt eigentlich die Krake hier? Das ist irgendwie... Ja, hier, ich nehme sie gern. Oh. Ja, ihr habt schon eine Eule und einen Drachen. Ich würde sagen, ihr habt alle Plüschtiere. Ja, Dankeschön. Look at this. Du kannst Symbole sehen. Und zwar die gleichen Symbole wie oben auf den 8 Seiten der Obelisken. Du siehst, dass diese Türen den Schulen der Magie zugeordnet sind. Ich teile euch das mit. Okay. Oh, und welche ist die Totenbeschwörertür? Über der Wand steht Illusion. Du hörst, wie Sinister lacht, und dann sagt er dir das. Clever! So. Die Symbole sind aber für euch, also nicht für lesbar, euch nicht oder? Sichtbar. Achso, nicht mal tatsächlich sichtbar, an der okay. Stelle. Nur Sinister kriegt so, also du siehst, dass da irgendwas platziert ist an diesen Wänden darüber, aber du. Okay, und ihr zeigt auf die offene Gangtür. Lass mich raten, das ist Richtung Nekromantie. Die offene? Ja. Mhm. Welche ist offen? Die hat keine Tür. Uff, das aber ist auch so hell. Aber, aber da ist ein Gang, oder was? Ja, okay. Aber da scheint ein Gang reinzugehen. Ah, okay. Ich mach mal dunkel da. Ja, ich taste die Illusionswand mal ab. Okay, klar. Mach mal einen Investigation. Arm ab. Boah, fast eine Natural 20 und dann ist es eine 17 geworden. Okay. Du tastest ab, du fühlst an dieser Wand,
Es ist die Wand. Es ist alles glatt. Dann müssen wir sicherlich die Magie anwenden, die benötigt wird, um die dort drum steht scheinbar, um die Türen zu öffnen. Könnte ich mir vorstellen. So würde ich es vielleicht machen. Ich würde mir mal die anderen Türen angucken, wie die verschlossen genau. sind. Ob die verschlossen sind. Okay. Was steht über der Tür, wo der Gang offen ist? Explizit. Ist da eine Türklinke? Ist da ein Schloss? Ist da... Unterschiedlich. Okay. Du siehst tatsächlich, dass die Tür hier, die erste, scheint einfach nur eine Tür zu sein, ohne sichtbaren Öffnungsmechanismus. Ich würde immer fragen, welche das zugeordnet ist. An Sinister? Ja. 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 Bannmagie. Ich caste meine Illusion auf die Wand. In so einen Kubus einfach in die Wand rein. Okay. In die Wand rein? Oder? Ja, so dass okay. er halb in der Wand ist. Ja, es erscheint die äußere Hälfte eines Kubus in der Wand. Dann da, wo das Symbol ist? Ja, erscheint auch. Du kannst das Symbol aber nicht sehen, ne? Nur Sinister weiß, wo das Symbol genau ist. Können wir erst die Beschreibung kriegen, bevor du weiter experimentierst? Was? Was für eine Beschreibung? Das war out of character. Sorry, ich hörte gerade so eine Stimme, die mir erklärt, was los ist. Dein Patron. So, Umi so, ja, die Tür hat keine Klinge. Ja, das sehe ich. Das wäre so witzig. Ja, schon. Das wäre richtig lustig, wenn einer, ein Warlock, der einfach die Stimme des DMs hört. Das wäre so witzig. Das ist eine Klasse. Eine Shotgun! Nee, das ist schon eine Klasse, die wurde gehomebrewt von irgendwem. Ja, Kalashtar sprechen ja auch mit ihren Spirits, die sie immer dabei haben. Ja, aber das ist ja nicht der DM. Aber ist ja nicht der DM. Nee, aber könnte man auch. Das wäre schon geil. Aber mit dem DM ist halt auch lustig. Weißt du, da kriegst du halt Bonus-Spells, wenn du Kekse mitbringst und so. Ja. Okay. Alles klar, ich muss backen lernen. Ich hab heute richtig viel mitgebracht. Du bist zwar kein Warlock. Kein DM-Warlock. Okay. Okay, Bannmagie und da ist kein Schloss dran. Ich will die Tür in Ruhe lassen. Mhm. Warte, welche hast du jetzt angefangen? Da? Das würde ich so sagen. Ja. Lass die Tür in Ruhe. Okay. Renn. Tür in Ruhe lassen. Das ist keine Tür, das ist eine Wand. Nein, die andere, ach. Wie auch immer. Ja. Die zweite Tür? Mhm. Da? Ja. Das ist... Gottes Willen. Ja, Sinister, sag doch mal. Hier handelt es sich eindeutig um... Beschwörung. Beschwörung? Ja, und der Stadt? Die Tür ist in der Mitte geteilt. So, du siehst zwei Griffe, wie bei so einem Tor. So, zwei Handgriffe, aber kein Schließmechanismus oder sowas. Genau, das ist ein Loch. Nummer 4. Was ist das Loch? Das Loch ist... achso, das fragst du Sinister auch. Ja, klar. Das war doch das Erste, was ich gefragt habe. Ah, ja, Verzauberung. Also Enchantment, oder? Mhm. Oh, okay. Die vierte Tür ist Hervorrufung, also Evocation. Mhm. Und da, das ist eine sehr stabil aussehende Tür mit einem Schloss, also mit einem scheinbar wirklich einem sichtbaren Schlüsselloch in der Mitte. Okay. Oh. Also, wobei Schlüsselloch, also der ist ein, ja, okay. Ne, es ist jetzt nicht direkt so ein Metallschlüsselloch oder sowas, wie du es gewohnt bist, sondern es sieht auch irgendwie organisch in dieser Tür verankert aus. Genau, Illusion ist klar, da ist die Wand. Dann haben wir Nummer 6. Das ist Illusion, die Wand. Genau, Illusion ist die Wand, dann ist das Nekromantie. Ah, das ist eine Tür mit, die sieht so ähnlich aus wie die von der Beschwörungsmagie. Hat auch zwei Handgriffe in der Mitte. Und ich markiere das nur schnell. Mhm. Okay, ich könnte da Ewigkeiten drin verbringen. Einfach jede Tür nachgucken. Also Ria, nicht Corrigan, aber... Umi schon. Und tatsächlich, weil wir dann jetzt sowieso eine Minute länger da drin sind und uns halt alle Türen angucken, würde sie auch schnell irgendwie Zettel rausholen und eine kurze Skizze machen. Okay. Die eh nicht so aussieht wie die. Kannst du machen. Und die ganze rechte Tür ist...
Erkenntnismagie, also Divination. Hm. Und da seht ihr auch kein Schlüsselloch oder sowas. Keinen Türöffnungsmechanismus in dem Sinne. Aber was ihr sehen könnt, ist, dass diese Tür ein kleines Fenster auf Augenhöhe hat. Auf welchen Augenhöhe? Fenster wirklich mit Glas oder einfach nur offen? Es ist nicht so richtig sichtbar. So. Aber ernsthaft, auf welchen Augenhöhe? Weil das ist ja nicht auf Renz. Ja, aber dann auf unsere, ein bisschen drunter oder? Ehrlicherweise, jetzt muss ich nochmal drüber nachdenken, ehrlicherweise auf Renz. Eher auf Renz. Mensch, spannend. Ja. Was ist die letzte Tür? Dann gucke ich die letzte Tür, die zerstört ist? Mhm. Ja. Veränderung. Sehe ich eines zerstört. ich guck mal durch das Fenster. Du guckst durch das Fenster. Du siehst, wie durch so einen leichten Schleier. Also es ist so ein bisschen so ein kleines Fenster mit so einer gewölbten Linse drin, die Glas zu sein scheint. So. Und du schaust da durch und du siehst dahinter einen runden Raum, dessen Boden gefüllt ist mit Nebel. Mhm. In diesen Raum rein führt ein Weg, wie so ein Steg, über diesen Nebel hinweg. Der Nebel geht auch nicht über diesen Steg rüber, zu einer Plattform. Auf dieser Plattform steht eine Art Altar oder ein Gebilde und da drauf liegt eine dunkle Kugel. Erinnert mich das an Corrigans Schloss mit der Tür, wo wir die Vision bekommen haben von der Zukunft? Der Nebel erinnert dich daran direkt. Hm. Aber ansonsten nicht so richtig. Hey Ren, was hast du gefunden? Weiß ich nicht, eine Kugel. Komme ich da mit der Mage dran? 60 Fuß? Muss die Point You Can See, ist das, ne? Hm. Also, weiß ich nicht. Mit 60 Fuß würdest du rankommen. Da hinten ist ein Ball, soll ich den mal hochheben? Nein, warte mal. Gut, dass du fragst. Frage für einen Freund. Ja. Also ehrlicherweise sollten wir uns wahrscheinlich erst damit auseinandersetzen, dass diese Tür offen ist und wie gesagt zur offenen Tür und wir wahrscheinlich da weiter müssen. Ich möchte trotzdem mal was ausprobieren. Es kann auch jemand durch die anderen Türen gekommen sein. Nur weil die eine eingestürzt oder zwei eingestürzt sind, das kann viel älter sein als das Problem, was wir suchen. Na, wenn du meinst. Was ist Mending für ein Spell, was für eine Art? Mending müsste Veränderung sein. Veränderung. Und die eingestürzt ist, ist Veränderung? Ja. Mhm. Ja. Vielleicht kann man die reparieren, sagt Ren dann. Vielleicht kann man die eingestürzt auch irgendwie reparieren. Also wenn meine Theorie stimmt, dass wir dort Zauber irgendwie anwenden müssen, die der Magieschule entsprechen, um die Türen zu öffnen. Aber wir können ja auch versuchen, die Türen zu öffnen, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das könnte einfach auch sein, dass dieser Bereich von der Krypta dieser Schule gewidmet ist. Das kann natürlich auch sein. Gut, wir haben hier einen sehr, sehr alten Tempel oder Grab oder was auch immer aus einer sehr, sehr lang zurückliegenden Zeit mit jede Menge alter, gruseliger, mächtiger Magie drin. Das ist aber nicht das, wofür wir... Ich finde das auch spannend. Ja, Ren. Ja, Umi, ich finde das auch spannend. Aber das ist nicht der Punkt, wofür wir hier sind. Lass mal alle stehen bleiben und gucken, ob irgendwie Fußspuren im Staub sind, damit wir sehen, aus welcher Tür sie gekommen sind. Natürlich, Nekromantie bestimmt. Das habe ich eben auch gesagt, aber... Vielleicht war auch dein Freund hier und hat hier irgendwelche... Welcher Freund? Du schätzt manche Beziehungen, die ich mit anderen Yasin. Leuten pflege, sehr falsch Yasin. Ein. Vielleicht war Yasin hier. Vielleicht, keine Ahnung. Und Umi würde dann aber auch unten auf dem Boden nach Fußspuren und Staubveränderungen, okay, Markierungen an der Tür, whatever, gucken. Mach mal einen Investigation-Check. Und ja, wenn Corrigan dir hilft, ja, klar, dann mit Advantage. Warte, Investigation 15. Okay. Ihr beide macht zusammen, ihr guckt so ein bisschen auf die Treppe und sowas. Es gibt nicht so viel Staub, so. Aber was ihr deutlich sehen könnt, ist, dass die Türgriffe an der Tür zur Nekromantie, dass die nicht so matt sind wie die anderen Türen. Natürlich sind sie durch die Nekromantie. Ja, natürlich, weil das ist ja der Sinn. Das heißt, sie sind wahrscheinlich da drin. Das heißt, die anderen Türen sind... Moment, macht das Sinn, nur weil sie Nekromantie wirken wollen? Du möchtest ja nicht zwingend Nekromanten wieder auferstehen lassen. Wenn das ja ein großes Grab ist, dann hätte ich jetzt gedacht, okay, es sind hinter jeder Tür Leute, die den Schulen zugehört haben, irgendwie beerdigt worden. Oder es ist kein Grab, sondern es ist irgendwas anderes, magisches, wo man irgendwie
Ich weiß nicht. Sieht ja sehr nach einem Rätsel aus, ehrlich gesagt. Ich dachte, wir hätten draußen etabliert, dass das ein Grab ist. Was stand da genau? Zum Schutz des Grabes der Tikari und zu Ehren der Heiligen Mutter. Heiligen Mutter. Grabes der Tikari. Aber wir wissen nicht, ob das eine Person ist. Vielleicht ist es auch ein Konzept oder keine Ahnung. Ich hätte jetzt an eine Gesellschaft oder ein Volk gedacht. Wenn es eine Anzahl Leute ist, die haben dann, für die wurde dann ein großes Grab gebaut, weil es scheinen ja echt viele Namen gewesen zu sein und Heilige Mutter und Magie, also haben sie die eventuell nach Magieklassen aufgeteilt. Je nach, also es müssten dann halt alles Magier gewesen sein, schätze ich. Und warum würde man dann, also klar, vielleicht sind da auch irgendwie Rätsel oder coole Sprüche drin. Aber was du gesehen hast, ist halt, dass auf dem einen Obelisken stand zum Schutz des Grabes der Tikari und auf dem anderen stand das mit der Mutter. Genau, genau. Ich habe dort einen Nebel gesehen und einen Altar und eine Kugel auf diesem Altar. Aber das dunkle, hinter der Divination-Magietür. Aber das klingt nicht nach einem Grab, erstens. Und zweitens, hast du eine Ahnung, was diese Kugel sein könnte? Habe ich eine Ahnung? Also, wenn ich in Bezug auf Divination-Magie vielleicht. Was ist das? Das kann man richtig scheiße lesen. Arcana ist dann 17. Okay. Im Kontext dieser Tür und deinem Wissen über Erkenntnismagie und sowas, schätzt du, dass es wahrscheinlich eine Form von Kristallkugel sein wird, ob man damit in die Zukunft sehen kann oder an andere Orte? Da bist du dir aber unsicher. Sieht dieses Fenster groß genug aus, als dass sie da durch könnte, die Kugel, oder nicht? Das Fenster hat so ungefähr die Größe der Kugel, ja, tatsächlich. Das ist eine Falle, wenn du mir das so offenbarst, einfach nur so dahin stellst. Hat das Fenster dachte doch eine gewölbte Glasscheibe, oder? Ja, genau. Ja, okay. Aber du hast einen Altar gesehen. Das heißt, das klingt dann, also vielleicht ist es auch eine Art Tempel. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus Grab und Tempel, soll es ja geben. Sind die anderen Türgriffe, Schlüssel oder wie auch immer, sind die auch alle auf Renns Kopfhöhe oder Augenhöhe? Scheint alles, auch wenn die Türen groß sind, so. Es scheint alles eher für Leute von Renns Statur gebaut zu sein. So würde ich es auch bauen. Ja, so, aber die Treppenstufen, die ihr runtergegangen seid, waren ehrlicherweise auch verhältnismäßig flach. Ha. Also waren die Tekari, wer auch immer sie waren, verhältnismäßig, entweder menschliche Kinder oder... Die hatten die richtige Größe. Leute in deiner Größe, oder Tekari ist eine Person, Anna. Kann auch sein. Der Tekari. Ja, eine weibliche. Ein Titel vielleicht. Ist es dir vielleicht schon mal untergekommen? Weiß ich nicht, ist mir das untergekommen? Nee. Nein. Aber schon spannend. Gut. Wir wissen nicht, was diese Türen hier machen. Na. Wir wissen nicht, ob es Fallen sind. Bisschen alt für Fallen. Also zumindest würden die aktuellen Leute ja nicht aufgestellt haben dann. Also die Leute, die wir jetzt hier verfolgen, das meine ich. Nee, nein, das meine ich auch nicht. Ich meine Fallen in dem Sinne von irgendwelcher sehr alte Magie. So oder so hatten wir eigentlich vor, uns mit der Problematik in Almakas auseinanderzusetzen. Und die sind wahrscheinlich durch diese Tür. Ja. Ich würde davor noch einmal einen Blick auch durch das Fenster der Divination-Tür werfen und nur gucken, ob ich das Gleiche sehe, was Ren beschrieben hat. Du schaust durch diese Tür. Haben wir ein Charisma-Safe. Was soll denn schon schief gehen? Ren hat auch durchgeguckt. Vielleicht darf nur... Hilf. Du schaust durch die Tür und erblickst auch diesen Nebel und diese Plattform und diese Kristallkugel da oben. Aber im nächsten Moment scheint sich der Nebel für dich zu bewegen. Und du siehst, dass in dieser Kristallkugel auch dieses dunkle Schimmern, was die in sich trägt, scheint sich auch zu bewegen. Und du siehst aus dem Nebel aufsteigen, wie aus dem Nebel geformt, siehst du zwei Gestalten. Hochgewachsen und schlank, mit einem Bündel in den Armen. Wie sie einmal quer durch den Raum gehen, verschwinden, sobald sie mit der Plattform auf die Plattform treffen, und dann siehst du in der Kristallkugel selbst ein Gesicht auf
scheinen. Dunkle, fast schwarze Haut mit so einem leichten Hauch von Violett und weiße, blasse, lange Haare, die über die Schultern fallen. Und im nächsten Moment verschwindet dieses Bild wieder. Sinister fällt von der Tür weg. Sinister, alles in Ordnung? Ich glaube, ich habe gerade meine Eltern gesehen. Was meinst du, du hast deine Eltern gesehen? Da drin? Da drin, ja, aus dem Nebel. Also doch wie in Corrigan's Schloss. Du hast nicht sowas gesehen? Mm-mm, nichts. Und da war dann ein Gesicht in der Kugel und das Gesicht, ja, sah aus wie meins, aber ganz, ganz jung. Und vielleicht liege ich falsch, vielleicht bilde ich es mir ein, vielleicht ist es, dass ich zu lange hier unten bin und die Kopfschmerzen ist. Aber sonst geht's dir gut. Kein Schmerz, nichts. Ich sonst, außer dem psychischen Ding, was das jetzt, verursacht hat. Ich meine, ja? Nein? Zitter ein bisschen, sonst nichts. Dann könnten wir die Theorie überprüfen, wenn ihr mal durchschaut. Meine Sorge ist, dass während wir das uns jetzt mit diesen anderen Türen beschäftigen, die gleich hier aus dieser Tür kommen. Und ich deute auf die Nekromantie-Tür. Es ist immer noch unser wahrscheinlichster Anhaltspunkt, ja. Ja, aber wenn wir einfach versuchen, die Tür aufzuziehen, könnte das potenziell ins Auge gehen. Ich gucke durch dieses Fenster durch. Okay, du schaust durch die Tür und du siehst Nebel. Du siehst diesen weißen Nebel, der wie ein See in diesem Raum liegt und einen Pfad, einen Steg, der bis zu dieser Plattform in der Mitte führt. Du siehst einen Altar und eine Kugel, eine dunkle Kugel in der Mitte darauf. Also ich sehe das Gleiche, was du gesehen hast, glaube ich, rein. Naja, das würde irgendwo Sinn ergeben, weil du ja scheinbar mit diesem Ort, wie auch immer, verbunden zu sein scheinst, Sinister. Scheint so. Mir würde jetzt auch mal neugierig reingucken, wenn alle anderen schon reingeschaut haben. Umi, du schaust auch durch diese Tür, du beugst dich so ein bisschen nach vorne auch und guckst mal durch. Auch du siehst diesen See aus weißem, wabernem Nebel, den Steg, die Plattform, den Altar, die Kugel. Keine Gesichter, fürchte ich. Ich könnte versuchen, diese Nekromantie-Tür mit Nekromantie-Magie zu... Wir haben immer noch nicht versucht, sie aufzuziehen. Ich wollte gerade sagen, ich würde sie erstmal versuchen zu öffnen. Nein, lass mich das mit der Magehand machen. Und ich würde von 60 Fuß Entfernung, so oder wenn es geht, so weit wie möglich... hier, kommt mit. Wir stellen uns so weit wie möglich weg von dieser Tür. Oh, ich hätte mich jetzt, falls jemand rauskommt, daneben gestellt. Wie groß sind die Chancen, dass da jetzt jemand rauskommt? Wir sind eine Weile hier, man hätte uns gehört haben. Okay, von mir aus. Du willst nicht explodieren oder sonstiges? Ich will nicht explodieren. Ich gehe zurück zur Treppe. Was machst du jetzt bei welcher Tür? Der Nekromantie-Tür. Wir stellen uns so weit wie möglich weg, opposite quasi, auf die andere Seite. Und dann, ich habe ja 60 Fuß Reichweite für die Magehand, mache ich das auf, versuch's aufzumachen. Okay. Mach mal einen Intelligence-Check. Die Magehand kann nicht so viel tragen. Ist die Tür zu schwer? Sehe ich das jetzt schon? Nee, es geht darum, wie ja, ich glaube, das ist eher eine 18. Wie stark die Hand ist, glaube ich. Intelligence. Mhm. I don't know, straight. Dann 24. 24, okay. Tatsächlich, auch wenn du das Gefühl hast, die Tür macht deutlich Widerstand gegen deine Hand. Also ziehst du an einen dieser Tür... Riegel und nachdem du so ein bisschen versucht hast, sie einfach wie Torflügel aufzuziehen, merkst du, nee, das ist nicht, so funktioniert das nicht. Und dann ziehst du eher zur Seite und während du an der einen Tür ziehst, geht der andere Türrahmen, also geht die andere Tür auch auf und zieht sich so in den Felsen zurück. Spannend. Schönes Design.
Das wird sich durchsetzen. Ja, das wird sich durchsetzen. Scheinbar hat es sich nicht durchgesetzt. Wir können sie ja wieder einführen. Also diese Tür geht auf jeden Fall schon mal einfach auf. Hm. Ja. Was liegt dahinter? Dahinter liegt eine Treppe, die in einem sanft abfallenden Gang nach unten führt. Also niemand, der uns direkt angreift? Nein, da steht niemand dahinter, der euch direkt ins Gesicht springt. Das ist schon mal gut. Wollen wir trotzdem kurz da reinlauschen, wo der offene Gang ist? Nur falls da jemand durchgelaufen ist, weil er offen ist. Klar. Mhm. Ja, keine Ahnung. Umi steckt ihren Kopf rein und lauscht mal, ob da jemand ist. Ich lausche auch. Check. Und Ren macht auch einen Perception-Check. Ulala, 17. Oha. Ulala, 7. Umi. Ja, ist nicht. Und Ren. Ja. Ihr lauscht. Stille. Nichts. Also ehrlicherweise, gerade weil, ist ja komisch, weil da vorne ist halt irgendwie ein Raum mit Divination Stuff und hier, das war ja die Enchantment-Tür. Mhm. Und da ist nichts. Du hörst nichts. Du hörst nichts. Okay. So, und du guckst rein. Es ist relativ dunkel. So. Und du siehst in einen Raum, der sich erst so in einem Gang, also der erst durch so einen Gang führt und dann größer wird, aber soweit reicht deine Sichten nicht. So, also wofür habe ich diese Brille? Naja, um 60 Fuß Darkvision zu haben. Ja, genau. Also du machst aus, dass der Raum dahinter größer wird, aber du hörst da nichts raus oder sowas und es ist dunkel. Okay. Luft scheint rein zu sein, lass uns da weitergehen. Gut. Ich finde, dass wir dieses Problem oder diese Sache mit Sinister und dem Raum auf jeden Fall noch lösen sollten, aber ich glaube, das andere ist dringender. Nur, dass du nicht denkst, wir hätten das übergangen. Dann hoffen wir mal, das Ganze hier stürzt nicht ein, wenn wir irgendwie auf die anderen treffen und irgendwas passiert. Es darf nicht einstürzen, weil dann werden wir mitbegraben. Ja. Wir hoffen aus mehreren Gründen, dass es nicht einstürzt. Korrekt. Okay, ja, auf, weiter. Gleiche Marschformation, oder? Ja. Mhm. Okay. Ihr geht langsam durch diese Tür. Und dann Schritt für Schritt auf dieser Treppe bergab. Leise. Also, dann mach nochmal einen Stealth-Check, bitte. Gut, dass du es angesagt hast. Sechs. 21. 21? Sechs? 14. 11. Okay. Ja. Nur ich unter. Du gehst ja auch vor. Ja. Ich kann 120 Fuß weit sehen. Genau, das stimmt. Und du gehst ja hinterrennen. Genau. Siehst du eh alles. Du nimmst tatsächlich als erstes wahr, dass sich die Treppe ein ganzes Stück weit vor euch noch weiter schiebt und zieht. Und so ein bisschen, kaum merklich, der Gang mit jedem Schritt verbreitert, so dass ihr quasi anfangt, dass ihr durch diese Tür durchgeht, die so zwischen, also die so 6-7 Fuß breit ist, aber wenn ihr weiter nach unten geht, sich fast bis auf eine Breite von 15 bis 20 Fuß erweitert. Du siehst als erstes am Rand deines Blickfeldes so ein bisschen Licht in den Gang reinscheinen, dass nicht nur dieses stille, ja, in gewisser Weise für euer Gefühl schon gleichförmige magische Licht zu sein scheint, was hier ist, sondern du siehst auch das Flackern von Feuer. Sinister hat jetzt die ganze Zeit sehr, sehr leise, so Stream of Consciousness-mäßig alles gesagt, was er so sieht, sehr monoton, sehr fokussiert. Es scheint ihn zu beruhigen, wirkt auf euch so in dem Moment gerade. Und auf einmal wird er laut und sagt, und da ist noch ein Licht, das sind Flammen. Du schaust weiter und du siehst, dass sich vor euch, nachdem ihr wirklich wieder ein paar Minuten bergab gegangen seid, nachdem ihr eine Minute bergab gegangen seid, hinten dieser Raum zu öffnen scheint.
in einen größeren Raum. Das ist so das, wo das Licht herkommt. Das heißt, ihr könnt jetzt auch alle am Ende eures Sichtfelds sehen, dass die untersten Treppenstufen, da wo die Treppe endet und in einen Steinboden übergeht, dass es dort Licht gibt. Gemischt aus diesem etwas kühlen, magischen, in dem Sinne natürlichen Licht und dem flackernden Schein von Feuer. Macht mal alle einen Perception-Check, bitte. 21? 16. Nee, 20, sorry. Oh, das ist... Oh, ich habe mich verguckt. 16. 12. Oh, das ist... Ich dachte, es ist nur 19, aber... Nee. Jack muss auch lesen. Ja. Ja, ich will nur sicher gehen, weil ich hätte jetzt tatsächlich falsch geschätzt. Aber dann ist das eine 23. Okay. Nice. Alle bis auf Umi. Oh. Hören. Leise. Und irgendwie so ein bisschen monoton eine Stimme, die gedämpft, aber trotzdem durch den Hall dieses Raumes und dieses Ganges bis zu euch durchdringt, Formeln vor sich hin spricht, oh, das klingt murmelt. Das klingt nach Beschwörung. Und ich weiß. Was? Beschwörung? Was? Das klingt nach einer Beschwörung. Was klingt nach einer Beschwörung? Wir sind gerade dabei. Wovon redest du? Oh. Ja, ich gehe weiter. Okay. Shield of Faith. Okay, du kannst das Shield of Faith auf dich. Habe ich das Gefühl, dass das irgendwie Attention drawn würde, dass das Casten von dem Ding oder was hat man das für Komponenten? VSM. Okay, naja, verbale Komponente kriegst du wahrscheinlich relativ leise hin. Und sowas. Aber wenn ihr jetzt weitergeht, könnt ihr sowieso alle nochmal einen Stealth-Check machen. Meine Mage-Armor ist ja noch da. Deine Mage-Armor ist noch aktiv, ja. Bevor wir uns jetzt ins Gefecht stürzen, können wir eine kurze Pause machen. Lass uns doch jetzt mal kurz weitermachen. Verzeihung. Ich bin noch in meiner Dämonenform, richtig? Die ich hast weiß nicht, du ich hab's glaube ich nicht geändert. Ich wollte nur sagen, wenn egal, verbraucht ja keine Ressourcen. Ja, das genau, heißt, deswegen kannst du die Ressourcen finden? Einmal Stealth. 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 18. Oh oh. 18. Okay. Ist nicht böse gemeint. Ha? Ist nicht böse gemeint. Alles gut. Ne? 11. 11. 7. 17. 18. Hey, bestes Stealth. Langsam geht ihr diese Treppe runter. Vorsichtig und leise. Und vor euch öffnet sich dieser Raum. Als ihr so ein bisschen, als ihr so, ja, 20 Fuß noch von der Treppe bleiben, ist es wie in dem Raum, in dem ihr eben gewesen seid, dass die Treppe so ein bisschen reinführt in den Raum und dadurch ihr schon vorher einen Blick auf das Ganze erhaschen könnt. Ihr seht ein großes, breites Gewölbe. Ihr seht direkt vor euch eine Art abgeschlossene Plattform, auf der es da, wo ihr steht. Und eine steinerne Brücke, die auf die andere Seite eines Grabens zu führen scheint. Hm. Auf der anderen Seite ist eine ähnliche Plattform und schließt nach 20 bis 30 Fuß auch mit der Wand des Gewölbes ab. Jenseits der Brücke seht ihr eine Gestalt in dunklen Roben mit einer Kapuze, die Hände in permanenter Bewegung hat und die das Gesicht gesenkt hat hinter dieser, so dass ihr das Gesicht nicht wirklich sehen könnt unter den Schatten der Kapuze, die geworfen werden. Er scheint einen Gürtel zu tragen und allerhand Gepäck, das noch irgendwie an ihm dranhängt. Neben ihm liegt eine Tasche und so ein aufgerolltes, so eine aufgerollte Decke mit allerhand Utensilien verschiedener Art. Ihr seht so einen knöchernen Schädel und andere Sachen. Mehrere scheinbar natürliche Steinsäulen oder Pfeiler stehen in diesem Raum, scheinen aber die Decke nicht ganz zu erreichen, sind wie wirr Gebilde geformt in diesem
nichts. Und als ihr euren Blick nach unten wandern lasst, in diesen Graben, der sich 40 Fuß breit, also 40 Fuß von euch entfernt breit und über die ganze Breite des Raumes erstreckt, seht ihr, dass dieser von der Tiefe nicht abzuschätzende Graben gefüllt ist mit Knochen. Und damit beenden wir die Folge. Oh damn, oh damn. Und starten nächste Woche wieder an dieser Stelle. Feuerball. Bitte. Schau mal, das sind gleich zu viele. Und ich werde jetzt gleich... Ich werde dann eine... wahrscheinlich eine Map aufbauen, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Ihr zu Hause und ihr hier am Tisch. Und wir werden sehen, was nächste Woche so passiert. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Meistern. Vielen Dank fürs Mitspielen. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Multiverse. Macht's gut. Mein Lieblings-Dermöbel-Schlucker.